Moin zusammen, willkommen zur 29. Folge Miro My Hero. Erstmal die Information, dass ich ja operiert wurde. Und falls es wen interessiert, geht es mir jetzt ein Stück weit schon besser, aber ist noch lange nicht an der Stelle, wo es so sein soll. Sorry, dass am Donnerstag die Folge ausgefallen ist. Ich habe es gesundheitlich nicht geschafft. Ich habe zwar die Folge vom Sonntag im Voraus aufgenommen, aber ich habe es nicht geschafft, die noch im Voraus zu schneiden und die ersten Tage, die letzte Woche ging es dann schlecht, sodass ich keine andere Wahl hatte, als die Folge dann ausfallen zu lassen. Ich hoffe, es war nicht schlimm für euch. Jetzt sind wir ja wie gesagt bei der 29. Folge und ich habe ja gesagt, nach der OP will ich dann eigentlich die Serien beendet haben und so wird es auch sein. Ich will jetzt aber die Klmiro-Serie schön zu Ende führen, ins Ziel bringen. Wie gesagt, heute ist die 29. Episode. Die kommt am Donnerstag raus, wenn ihr das seht. Und dann kommt am Sonntag, dann 3 Tage für euch, die 30. Episode. Das ist eine glatte Zahl oder eine runde Zahl. Und das würde ich dann gern als Abschlussfolge nehmen. Heute würde ich gern, weil ich mich gesundheitlich noch nicht so ganz wohl fühle und ich so wenig wie möglich kommentieren sollte, deswegen werde ich ein bisschen was verändern. Ich werde jetzt gleich alle 3 Spiele nacheinander spielen, Rivals an zweiter Stelle. Dann machen wir nämlich Folgendes. Wir ziehen dann alle Player Picks, die ihr hier seht, und machen alle auf und dann, wenn wir zum Beispiel, ich addiere dann die Packs, die wir bekommen würden, wenn wir dann zum Beispiel 6 Stück hätten, ja, angenommen, nach den 3 Spielen, dann dürfte ich von allen Spielern dann mir 6 Stück auswählen und fürs Team einbauen. Wenn ich dann aber nur 2 fürs Team haben will, dann ist es auch in Ordnung. Ihr versteht, was ich meine. Die ganzen Picks habe ich mir über Wochen jetzt aufgespart und ich denke, das ist doch eine gute Lösung für uns alle. Ich weiß, es ist zwar jetzt so regelkonform, aber erstens wegen meiner gesundheitlichen Probleme noch und zweitens ist die Serie eigentlich eh so gut wie vorbei. Von dem her machen wir das einfach so. Dazu habe ich da noch 22 Sommertoken übrig, allerdings muss ich noch 2 erspielen und dann kann man die 2 Picks dann auch mitnehmen. Seht ihr ja, was es ist. Und den Icon Moments Pick würde ich für heute noch in die Folge am Schluss mit dranhängen, dass wir den Icon Spieler in der letzten Folge dann noch testen können. Und in der letzten Folge am Sonntag machen wir dann noch diesen Shapeshifter Pick dann auf. Das wollte ich auch, euch auf jeden Fall auch noch mit auf den Weg geben. Somit ist alles gesagt. Ich ruhe mich nochmal geschwind aus und dann sehen wir uns gleich im ersten Spiel. So, gehen wir es einfach an. Attacke. Mein erstes Spiel jetzt. Seit Ewigkeiten online. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie konzentriert über die Bühne. Das Team sieht auch wieder krass aus. Aber der Keeper ist irgendwie seltsam. Miro, Livaja, Livaja! Halt, Schmeichel! Hummels die Nummer 3, was ist hier schon wieder schief gelaufen? Ja, alles ist schief gelaufen. War ja einmal mehr ein katastrophaler Start. Ich habe gar nicht gesagt, dass ich mich nicht aufregen darf. Und mir war eigentlich klar, dass mich EA hochnimmt, jetzt auch wieder. Aber das beeindruckt mich überhaupt nicht. Das ist ein geiles EA-Spiel, ey. Habe auch nichts anderes erwartet. Haben wir? Leute, geht doch mal nach. Torwart kommt gar nicht raus. Was ist denn das? Ein Türke ist es. Und er hat Glück. Was auch sonst. Die wird halt immer bevorteilt. Miro. Immobile. Immobile. 2-1. Und er schießt einfach drauf. Und der Ball ist im Tor. Jeder Schuss von ihm bisher drin. Weil er nur den Ball jagt. Allen Spielern. Livaja stark. Livaja und Schmeichel. Livaja, Gegner nur am Jagen. Er jagt nur. Tomatenspin. Auf den fällt er rein, aber Schmeichel hält alles.
Ecke, Müller, Livaja. Wieso ein Donnarumma-Team auf die ins Tor stellen, wenn 85er Schmeichel alles hält? Unglaublich. Gleiche nochmal. Und Schmeichel. Jetzt hat der Gegner ein paar dumme Finesse-Schüsse draufgeballert, dass es nicht auffällt, dass der jeder Ball nahe geht bei ihm. Livaja. 3-2 nur noch. Mobile. Miro. Schmeichel. Fonsi setzt nach und Schmeichel. Wir sind jetzt gut drin im Spiel, pressen gut nach. Aber der Gegner hat halt Schmeichel. Eckball 1100. Und jetzt ist er im Tor. Livaja gleicht aus. Das wurde halt echt jetzt mal Zeit, ey. Sein 85er Schmeichel ist so krank. Nächste Ecke. Im Hintergrund Hummels. Wenn der jetzt trifft, dann muss ich auch noch aufspringen und komplett ausrasten, dann würde ich es echt machen, hey. Oh Mann, ist der schnell, Tennisschläger. Ey, perfekte Grätsche, fällt genau vor ihm. Ey, nein. Meine Weltklasse-Grätsche wird zum Tor für den Gegner. EA, ihr seid, na. Miro. Und Schmeichelheld. Hummels. Sei der Retter und bring einen kranken Eckball. Hummels. Livaja. Ja! Ich darf mich nicht aufregen. Dazu zählt auch nicht ausrasten. Im positiven Sinne. Aber ich freue mich. Hummels mit der Traumecke auf Livaja. Ausgleich. Verlängerung wahrscheinlich. Miro im Strafraum. Wir legen ab auf Immobile. Immobile. Pfosten. Zack, ablegen im Rückraum im Libyal Speichel. Komm, jetzt. Happy End für uns. Wäre doch geil. Ablegen und jetzt kurze Ecke. Schmeichel ist geschlagen. Ich fass es nicht. Auffallen, irgendwie auffallen. Last second. Ich will den einen Pick mitnehmen. Hummels, die Felswand. Er verhindert das Gegentor, Mats Hummels. Weil er den Ball abfängt und dadurch haben wir schon mal ein Pick safe. Ab ins Rivalspiel. Puh, also das Spiel eben, das war richtig anstrengend für mich. Auch nervlich. Ach, hoffentlich wird es jetzt ein bisschen entspannter in Rivals. Wahrscheinlich, oder? EA hat voll Bock. Merke doch, eine reinzudrücken. Aber wie gesagt, ganz locker. Oh nein, er kommt. Ach, scheiße. Fernschuss, Tor. Es hat er so lang Finesse gehabt. 7-8 Chance. Finesse-Schüsse, bis der Ball im Tor liegt. EA ist somit auf die Seite ziehen. Wie darf so ein Arsch mich dominieren, Alter? Gomez, Weltklasse. Ich verliere den Ball trotzdem. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir mal wieder eine Aufholjagd starten. Wäre nicht das erste Mal, wenn es uns gelingt. Tennisschläger läuft mit Ball ins Tor. 1-2 nur noch. Abgeblockt. Di Natale auf Hummels. Und Hummels holt den Elfer raus. Mats, du bist eine wahre Maschine. Und Immobile haut rein. Ausgleich. Jetzt müssen wir am besten direkt noch eins nachlegen. Dann hätten wir ihn so mental. Dann hätte ich den mit meiner 30% Fitness, ey, trotzdem geschlagen. Was, das wäre echt was Sensationelles. Miro macht's. Führungstor. Ecke Mats Hummels. Livaja! 4-2. Na, Gegner, wer ist jetzt mental überlegen? Jo, tschüssi. Zwei Picks addieren wir auf unser Konto. Jetzt stehen wir also bei 3. Und jetzt gehen wir ins letzte Spiel im klassischen Spiel. Von wegen, es sind ja sogar 3 Picks wegen dem Quid. Von dem her haben wir sogar 4. Noch besser. Eine Aufholjagd nach der anderen. Und das, obwohl es mir nicht wirklich, also noch nicht wirklich gut geht. Preseason Camp.
Krasses Team, echt. Das müssen wir schlagen. Nochmal ein paar Picks sammeln. Zwei Gegner, gegen die haben wir bisher immer gewonnen, wenn sie zu zweit waren. Und demnächst sollte das keine Herausforderung sein für uns. Die Nummern habe ich wieder vergessen. Ah, was soll's, aus Null. Komm, Neuer reicht gegen die als Linksverteidiger. So gut sind die nicht. Ha, Neuer gewinnt den Zweikampf. Geil. Heftig. Hummels. Traumpass. Sergei rein. Zack. Eisekalt. Die Natale 2-0. Hummels. Gomez. Boah, dass der so sich mit dem Arsch drehen kann, hätte ich nicht gedacht. Ha, 3-0. Neuer steht einfach da und fängt den Ball ab. Die Gegner haben Riesenprobleme, gerade über die Seite von Manuel Neuer an mir vorbeizukommen. Keulisch ist krass. Fallrückzieher abgewehrt, aber kriegt trotzdem den Ball ins Tor. 4-0 Davis. Oh, es ist easy. Die Natale 5-0. Hey, zur Halbzeit haben es endlich genug. Drei Picks nochmal zusätzlich, also haben wir insgesamt vier gehabt, plus drei sind sieben Stück. So, wie ihr sehen könnt, vorhin waren da ja noch zwei SBCs. Den Icon Pick habe ich jetzt auch abgeschlossen. Von dem her können wir jetzt loslegen, die Picks zu öffnen, und wir dürfen uns einfach sieben Stück theoretisch in unser Team aufnehmen. Los geht's. So, dann hauen wir die Packs nacheinander runter. Beginnen wir vom niedrigste Rating und gehen dann zum Schluss zu den Shapeshifter und Icon Picks über. Also ich nehme natürlich nur noch Special Cards. Ob das am Ende sieben Stück werde, wie gesagt, bezweifle ich mal. Aber wir dürften theoretisch sieben nehmen. Immer Rating mit. Aber das sind ja nur erstmal die 82 Pluser. Wie viel haben wir davon noch? Eines. Ayo. Aber nicht mal eine Special Card. Schon ein bisschen enttäuschend. Also die 84 plus und 85 plus, da muss jetzt was kommen. Was Gutes. Ja, oh, Schmeichel. Der, ja, na, ich will nichts mehr zu sagen, was der vorhin gehalten hat. 94er. Also bisher brauche ich eigentlich keine Karte. So ehrlich muss ich sein. Canales kriegt man wieder zurück. Aber der würde uns auch nichts bringen. Okay, transferierte Insigne, alles wunderbar und alles schön, aber bringt uns auch nichts. Also die Ausbeute ist echt schwach bisher. 95 Oscar, auch ganz schön. Aber fürs Team halt auch nix. Weiter geht's. Ja, ich bleib dabei. Aber wenn ein Kracher drin ist, dann reicht es ja. Zum Beispiel David Alaba. Fürs Team bräuchte man den theoretisch auch nicht, aber den würde ich schon mal nehmen. Weiter. Wegen Alaba müsste ich Acuña nehmen. Ich will Mendes, aber fürs Team dann Acuña. Ihr wisst Bescheid. Sofern ich überhaupt mit Alaba in der Stadt etwas machen möchte, eher nicht. Die ganze Hoffnung, Müller zum tausendste Mal. Ja, die ganze Hoffnungen sind auf den Shapeshifter-Picks. Und auf dem Icon-Pick, dass da was Brauchbares drin ist für die Mannschaft. Norman Haidara. Aber so einer für die Mannschaft, wo so perfekt reinpassen würde, war halt noch nicht dabei. Ja, ein Schlotterbeck. Mit einem Schlotterbeck, den würde ich definitiv auch für die Mannschaft nehmen. Kann man arbeiten. Den würde ich reinstellen, weil dann könnten wir
Oder müssten wir Neuer nehmen in der Startelf haben? So, letzter normaler Pick. Oh, ein transferierter Haaland. Ich glaube, der ist ja nochmal ein bisschen wertvoller als so ein Gomez Andrade. Und jetzt gehen wir zu den Shapeshifter Packs über. Oder Picks. 95er Delikt. Hast du falsche Verein, also nicht auf der Karte, sondern in der Realität, Keule. Deswegen bist du bei mir in Ungnade gefallen. Aber für FIFA 22, weil er noch bei Juve ist auf der Karte, ist er natürlich fürs Team eigentlich auch Pflicht. So, zwei Shapeshifter Packs noch. Picks, ja, sorry. Und dann das Icon Pick. Schwer. Gomez haben wir ja schon. Ja, brauchen wir alle nicht für die Mannschaft. Ehrlich, einfach Dempsey. Und dann haben wir noch einen. Oh, irgendwas Geiles. Ja, okay, Aubameyang. Ja, ist halt Flügel und deswegen halt unbrauchbar für uns. Ja, vielleicht könnten wir was umstellen. Je nachdem, welche Icon wir jetzt kriegen. Ach komm, drück mal einfach drauf. Dann können wir da rein verangucken. Okay, Tomate freut sich. Grüße gehen raus an meinen einzigen Zuschauer noch. Er nämlich Deutschkopf für die Mannschaft. Und den lasse ich dann neben Miro Klose stürmen in der letzten Folge. Klose ist Deutschkopf. Tomate, gefällt es dir? Hummels auf die Zehnerposition oder Stelle vielleicht? Oder soll der Immobile weiterhin spielen? Ja, kann man mitarbeiten, oder? Tomate. Definitiv, oder? Das war doch mal ein gescheiter Pick. Wo ich die ersten zwei Spiele gesehen habe, oh Gott, na. Aber mit Deutschkopf. Komm, jo. Da freut er sich. Gehe ich mal gucken, was ich alles nehme. Also ist Deutschkopf 1, Ober 2. Dempsey manchmal 3, De Ligt 4, Schlotterbeck 5 und ja, ob ich Alaba nehme, weiß ich noch nicht. Aber die 5, die würde ich jetzt mal ins Team setzen und dann vielleicht noch Alaba. Und jetzt fügen wir die einfach mal ein. Also Hummel mit Splanich ich als Sechser, kann Schlotterbeck als Linksverteidiger spielen. Das kann der. Neuer denke ich nicht, dass wir den nochmal brauchen, weil es ja nur noch eine Folge ist. Ich schmeiß jetzt erstmal noch Calhanoglu raus. Das ist safe. Und ich werde Savic wieder rausnehmen. Erstmal das Save, was wir upgraden, erstmal machen. De Ligt spielt. Rechtsverteidiger dann. Der nächsten Folge. Deutschkopf kriegt erstmal den freien Platz hier. So. Klar, mit Petri Ober und so könnte man was Geiles drehen. Ich musste jetzt echt mal schon überlegen, ob das wirklich Sinn ergibt. Ich glaube sogar schon. Ich muss schnell mal was probieren, Leute. Ich melde mich gleich. So sieht das Team jetzt aus, nachdem ich es jetzt gerade umgebaut habe. Also mir gefällt es richtig gut. Viel Serie A hier hinten. Ein Team of the Year im Tor, hier noch ein Bank Barca und die zwei Icons. Ja, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Okay, Bellerin brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt. Müller nehme ich jetzt nochmal mit auf die Bank und Dempsey, auf den kann ich. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Zurück. Auf Dempsey wollte ich sagen, auf den kann man auf jeden Fall gut verzichten. Und dann, ja. Nächste Folge, letzte Folge, ich habe es jetzt genug gesagt. Klose ist Deutschkopf vorne im Sturm, Immobile auf der 10. Gomez Tennisschläger in Verteidigung. Araujo spielt links hinten, wird aber wahrscheinlich ausgewechselt für Davis. Die Natale muss ich mal überlegen, ob ich den nicht auch auswechsle. Ja, da haben wir noch viele Optionen. Zum Beispiel Mats Hummels einwechseln. Nochmal. Livaja vielleicht auch nochmal. Walker haben wir noch für rechts hinten, falls die Lichter nicht so gut abgeht. Wird sich alles sehen. Schlotterbeck habe ich auch noch nicht gespielt. Wollte ich
Eigentlich seit trotz Anstande Bundesliga wollte ich den in meiner Mannschaft haben, habe ihn zum ersten Mal gekriegt. Jetzt brauche ich ihn eigentlich auch nicht mehr spielen. Ja, aber ich feiere das noch, darf ich sagen, noch nicht offiziell sagen, aber ich sage es jetzt trotzdem mal so: Endteam, ziemlich stabile Elf, stabile Bank, kein dummer Paris-Spieler drin. Also offensiv Paris Spieler, nicht Donnarumma, den meine ich nicht im negativen Sinn. Ja, und dann bin ich jetzt erstmal raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann hören wir uns am Sonntag zum großen Finale. Und ja, ich bin raus, Leute. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.